erste Smoke, weil ich auf diesem Kanal zeige. Die Smoke steht jetzt ungefähr schon seit einem Jahr in meinem Zimmer rum. Ja. Hier ist es. Das Ecto One. Ein sehr schönes Smoke. Detailgetreu. Leider nicht mit den vier Minifiguren. Ich habe es gebaut, weil ich damals das Ecto One, was es von Lego gab, nicht gekauft habe. Und ich keinen Bock hatte, auf eBay dafür 100 Euro zu bezahlen. Deswegen habe ich mir dieses gebaut. Und es ist halt schon ziemlich lang, würde ich mal sagen. Man kann ja auf jeden Fall das Dach abnehmen. Ist nochmal das Dach. Ich werde hier nebendran auch ein Bild einblenden, wie es im Original aussieht. Zum Vergleich. Und dann gucken wir uns mal das Dach an. Hier sitzen die vier. Gut, da ist aus der Kram rausgefallen. Hier haben wir auf jeden Fall mal eine von den Mädels Ghostbusters. Den Namen weiß ich gerade nicht, den werde ich einblenden. Das ist aus einem, ja, nicht aus einem Dimension-Set. Runtergesetzt. Dann haben wir einen Custom Ghostbusters. Mit dem Gesicht von Owen Grady. Aus der Jurassic World-Reihe. Und dem Torso von einem bösen Schlager-Typen aus der Ninjago-Movie-Reihe. Schön. Dann haben wir hier auch einen Custom Ghostbuster mit dem Haar von Lloyd aus dem Ninjago-Movie und einem Gesicht von einem Klon aus der Star Wars-Reihe. Und wieder dem Torso und den Beinen von dem Lego Ninjago-Movie. Dann haben wir die nächsten Custom Ghostbusters. Mit den Haaren von Rex aus der Lego Movie 2 Reihe und dem Gesicht von Harry Potter. Mit einem Torso von Lego City und einer Hose, ja, eine V-Hose. So. Dann kommen wir zum Lenkrad, das ist jetzt schon weg. Aber hinten zeigen wir uns. Und hier noch ein Gangschalter. Mit noch einem Geschwindigkeitsanzeiger. Neben, also hinten dran. Dann setze ich mal wieder das Dach auf. So, hier haben wir noch zwei Spiegel und hier vorne eine bedruckte Platte aus dem Dimension Set, wo ich auch diese Minifigur draus habe. Hier vorne, die Front finde ich auch sehr originalgetreu. Und das ist das Nummernschild des MacAnthony aus der Technikreihe, weil ich fand, das am besten aussieht. Hier vorne sind kleine Räder. Hier vorne etwas größer. So finde ich, sieht es auch gut aus. Und hier hinten haben wir Rückleuchten und ein Nummernschild. Hier ist noch eine Leiter, um hochzukommen, wie beim Film. Und dann haben wir hier noch, wie beim Sarg war, üblich und wie beim Original. So ein
Der zweite, der ist aber aus dem Ghostbusters Dimension Set. Sieht, wie ich finde, gut aus. Dann haben wir auf jeden Fall den zweiten. Dann gerade aufgefallen, dass ein Teil gefehlt hat, nämlich diese Antenne. Die kommt hier hinten drin. Sieht es noch besser zum Film aus. So. Und das war das Video zu meinem ersten Mock, den ich auf diesem Kanal zeige. Schreibt bitte in die Kommentare, ob ich weitere Mocks, Speedbuilds oder lieber Stop-Motion-Filme hochladen soll. Und dann